Hey, ich bin's wieder, Ludwig, dein Body Vital Trainer. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich wünsche allen einen wunderschönen zweiten Adventssonntag. Ab morgen beginnt schon wieder die dritte Woche im Lockdown. Ich hoffe, dass es die letzte Woche ist. Und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie man Schultern und Nacken trainieren kann. Wie das funktionieren soll, das zeige ich dir natürlich nach dem Intro. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, somit verpasst du keiner dieser sportlichen Videos mehr von mir. Also, los geht's! Setz dich gerade hin, Schultern zurück, dann mit dem Kinn runter zur Brust, rüber bis zur anderen Schulter und wieder zurück. Schön langsam. So mobilisierst du den Nacken. Ruhig atmen dabei. Noch zwei. Gut, dann kreisen wir mal die Schultern. Schön hochziehen. One of those lucid dreams. In one of those lucid dreams. Oh yeah. Gut, dann machen wir dieselbe Übung, was wir letzte Woche gemacht haben. So mobilisieren wir die Schultern. Schön mit den Ellbogen kreisen. I know this can't be real. I'm falling, I'm falling, I'm falling way down. All illusional. Cause I got the feeling like I'm lucid dreaming. Got the flying high. Cause I can't believe that I get to have you close. On an endless road I'm levitating. Now, in one of those lucid dreams. In one of those lucid dreams. I walk within your maze. My head is dizzy like the purple haze. I don't know where we're going, but the clues. Jetzt legen wir die Hände hier auf die Knie. Dann gehen wir mit den Händen hoch zur Schulter. Runter, hoch. Ruhig atmen, schön gerade sitzen. Jetzt gehen wir mit den Ellbogen höher, hoch. Noch zwei. Jetzt gehen wir hoch mit den Armen. Schön hochstrecken. Gut, die Übung
War ja nicht allzu schwer. Jetzt gehen wir raus, rüber, raus, rüber. Schön gerade sitzen dabei. Schön hinten zusammenzwicken. Gefallen dir solche Videos? Dann abonniere diesen Kanal und lass einen Daumen hoch da. Dann gehen wir hoch und runter. Hoch und runter. Wenn du runter gehst, Schulterblätter hinten runterziehen. Hoch und runter. Schau, dass die Schultern ruhig bleiben dabei. Gut, nächste Übung ist wieder für den Nacken. Und zwar beginn vor mit dem Kinn und zurück. Vor und zurück. Schieb das Kinn schön vor und zurück. So, jetzt lass mal die Hände runterhängen, also die Arme runterhängen. Schauen wir da rein, die Achsel. Und die andere Hand machen wir lang. Schön runterziehen, solltest du das da spüren. Wieder lösen und andere Seite. Schön lang machen den einen Arm. Langsam wieder zur Ausgangsposition zurück. Hat dir das Video gefallen? Dann lass bitte einen Daumen hoch da und hier werden noch ein paar Übungen für dich. I'm fading.